Hallo und willkommen oder willkommen zurück. Bei bestem norwegischen Wetter verlassen wir Utterkleif Beach. Auf dem Weg Richtung Rheine machen wir einen Abstecher zur Buksneskirk. Die Buksneskirk liegt etwas außerhalb von Gravdal auf einem Hügel. Die rot-weiße Kirche von 1905 erhebt sich weit über die Landschaft. Eigentlich kann die Kirche besichtigt werden, wozu wir keine Gelegenheit bekamen, da sie geschlossen war. Also fahren wir weiter Richtung Rheine und kommen wieder an mehreren Gestellen mit Stockfisch und Fischköpfen vorbei. Auch hier gibt es wieder große Aquakulturen zu sehen. Wir fahren erstmal durch bis in den Ort O. Aber hier ist der Parkplatz so voll, dass wir umdrehen und uns das Fischerdorf Rheine ansehen. O bedeutet in skandinavischer Sprache Bach bzw. kleiner Fluss. O i Lofoten oder kurz O ist ein Ort mit 100 Einwohnern in der Region Lofoten in Norwegen, an der Ostseite der Insel Moskenesøy. Rheine ist das administrative Zentrum der Gemeinde Moskenes auf den Lofoten. Das Dorf hat 300 Einwohner und existiert seit 1743. Heute ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig.
Die Europastraße 10 verläuft durch Rheine. Rheine ist für seine landschaftliche Schönheit bekannt. Der Blick vom Berg Rheinebringen auf Rheine ist ein beliebtes Fotomotiv, das für die Titelseiten vieler touristischer Broschüren und Bücher verwendet wird. Das ist unser letzter Tag auf den Lofoten. Im nächsten Video geht es mit der Fähre von Moskenes zurück aufs Festland nach Bodø. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.